Kinder können einen wichtigen Beitrag im Rettungswesen leisten. Die Astrid Abgottschbo bildet für die Regionalgruppe Wallis von Redog Geländesuchkinder aus. Also mit einem Welpe, denke ich, ist in erster Linie ganz, ganz wichtig, dass man Vertrauen aufbaut. Weil über das Vertrauen und auch die Beziehung kann man nachher sehr viel arbeiten. Also hier wird das Bijou. Das Bijou ist ca. 11 Wochen alt jetzt. Und mit ihm wird jetzt einfach Vertrauen aufbauen und vor allem auch die Appellübung über die Pfeife. Das geht über die Motivation. Es darf auf eine Person laufen, es gut sein und nachher zurück zu mir. Bijou. Wie lange dauert es, bis so ein kleiner Welpe ein ausgebildeter, einsatzfähiger Hund ist? Es braucht eine lange Strecke. Es kommen sehr viele Sachen dazu, auch vom Entwicklungsstadium des Hundes. Mit nachher den Hormonen, mit dem Teenageralter, wo man einfach auch viel Verständnis dazu haben muss, wo man dann nachher einfach auf der Hundschicht abstimmen muss. Manchmal muss man etwas verändern in der Ausbildung. Im Großen und Ganzen sagen wir wirklich 3 bis 4 Jahre, bis das ein Welpe zum ausgebildeten Suchhund, gelernten Suchhund wird. Also das ist die Jamuna, die wird jetzt 8-jährige und sie hat gelernt, dass wenn sie etwas findet, dass sie das da selber ins Müll nimmt. Das ist ein Bringsel und das heisst nachher für mich als Zeichen, sie kommt zurück zu mir, wenn sie etwas gefunden hat. Und wenn sie das Bringsel im Müll hat, heisst das für mich, sie hat etwas gefunden. Sehr schön. Los. Und dann geht sie wieder zum Verletzten oder zu dem, der das spielt. Und dann macht sie hier auch Platz. Gute Frage. Was gefällt euch daran so besonders, dass ihr so viel Zeit in die Arbeit mit den Händen steckt? Also es ist ganz sicher eines, wo man immer in der Natur ist. Bei jedem Wetter. Man geht ja mit dem Hund jedem Wetter raus. Und nachher ist auch die verschiedenen Charaktere der Hunde, das Potenzial der Hunde erkennen. Jeder Hund hat seine eigene Persönlichkeit. Und nachher das auch in einem Team zusammen. Also für mich ist der Mensch mit dem Hund immer sehr wichtig. Das muss zusammen stimmen. Weil man geht ja dann miteinander in einen Einsatz. Man schickt nicht einfach nur den Hund oder man geht allein. Man ist ein Team miteinander. Ja.